Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Fortnite. Heute werde ich euch mal zeigen, wie ihr in Season 3 am schnellsten leveln könnt und so natürlich auch am schnellsten Level 100 erreichen könnt. Diese Season sieht ja auch so mal aus, dass tatsächlich die Season vielleicht sogar mal wieder rechtzeitig endet. Bisher war es ja immer die ersten beiden Seasons jetzt vom Kapitel 2 so, dass sie fast doppelt so lang sind. Und jetzt, bisher steht immer noch fest, dass es 69 Tage sind bis zur nächsten Season. Ich hoffe, es bleibt auch dabei. Allerdings hat man auch deutlich weniger Zeit natürlich, um auf Level 100 zu kommen. Allerdings gibt es viele, viele verschiedene Möglichkeiten, wie man natürlich leveln kann. Das werde ich euch gleich alles zeigen. Wenn ihr natürlich in Zukunft keine weiteren solche Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne hier ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video. Und schaut auch gerne vom Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist natürlich wie immer in der Videobeschreibung. Und schreibt mir auch gerne weitere Videovorschläge in die Kommentare oder macht einen bei der Abstimmung mit. Dort werde ich wahrscheinlich auch wieder ein paar Videovorschläge reinschreiben und würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr dort abstimmen könntet. Und ich würde sagen, wir beginnen mal direkt mit dem ersten Punkt und als erstes sollte man natürlich wissen, wie viel EP man denn für die einzelnen Level braucht und dafür gibt es natürlich auch schon Listen. Die Liste, die ich jetzt hier zur Verfügung habe, ist von HypeX erstellt worden. Hier gibt es eben halt einmal alles von Level 1 zu Level 100, werde ich euch natürlich unten in der Videobeschreibung verlinken und dann gibt es auch nochmal zusätzlich von Level 100 bis Level 1000 und ist im Prinzip, glaube ich, tatsächlich genau gleich wie letzte Season, eben halt von Level 1 bis Level 10 gibt es so die wenigsten EP, die man eigentlich braucht. Dann von Level 10 bis Level 18 braucht man 70.000 EP und ab dann bleibt es gleich eben bis Level 100 und nach Level 100 ist dann im Prinzip dieses neue Level-System, wo man am Anfang erstmal 50.000 EP braucht und dann wird es eben halt mit den Leveln immer mehr, bis man dann eben halt so ab hier Level 215 ungefähr genauso viel braucht wie vor Level 100 und da kann man dann eben halt deutlich schneller leveln. Das sollte man nur im Hinterkopf halten, dass man eben halt so ungefähr eine Einschätzung hat, wie lange man denn braucht und sich jetzt eben halt nicht wundern muss, dass man vielleicht jetzt schon Level 17 oder so ist, weil das natürlich auch mit Abstand die leichtesten Level sind. Und jetzt kommen wir mal zu den ganzen Möglichkeiten, wie man denn unter anderem tatsächlich XP farmen kann. Da haben wir zum einen eben halt mal die XP-Coins, die gibt es natürlich diese Season auch, wird wahrscheinlich genauso wie in der letzten Season sein, dass entweder wöchentlich oder alle zwei Wochen mit dem großen Update dann immer neue XP-Coins dazukommen und bisher gibt es glaube ich 12 verschiedene XP-Coins und es gibt tatsächlich auch nur lilane und grüne XP-Coins bisher in dieser Season. Allerdings bringen dafür eben halt die lilanen, wenn man alle einzelnen EP-Münzen aufsammelt, 10.300 XP und die blauen geben oder die grünen geben eben halt 5.000 XP. Also wirklich deutlich mehr als in der letzten Season, was auf jeden Fall schon mal ganz nice ist. Und grüne XP-Münzen gibt es eben halt häufiger und man muss eben halt die nur ein einziges Mal einsammeln. Bei den lilanen EP-Münzen ist es eben halt so, dass sie an etwas besonderen Orten sind, die vielleicht auch etwas contested sind, etwas schwieriger zu erreichen sind und es gibt die generell selten auf einer Karte und man muss dann natürlich auch noch alle einzelnen Münzen einsammeln. Die spreadet sich ja so ein bisschen, wenn man die aufsammelt, da am besten einfach einmal um die XP-Münze einboxen, dann sollte man da alles sammeln und wenn man diese Website beispielsweise immer wöchentlich verfolgt, dann kann man immer wieder alle EP-Münzen einsammeln und so kann man wirklich extrem schnell leveln. Dann gehen wir mal wieder zurück in Fortnite und dort geht es dann zu den nächsten Aufgaben. Natürlich zum ganz klassischen habe ich hier erstmal die ganzen Karten heraus. Dort haben wir natürlich einmal Aquaman, dazu bekommen wir aber glaube ich gar kein XP. Allerdings haben wir natürlich immer noch die wöchentlichen Herausforderungen. Ab der nächsten Woche wird es dazu natürlich auch immer wieder Videos geben. Diese Woche sind die einfach so leicht und am Anfang der Season lohnt es sich noch nicht wirklich ein Video zu den Challenges zu machen und es gibt einfach zu viele andere Content, deshalb habe ich diese Woche dazu nichts gemacht. Auf jeden Fall sind die diese Season wirklich gefühlt noch mal leichter. Man kann ja überall auch sehen, wo das Ganze gemacht werden muss und man kann das eben halt teilweise auch einfach nebenbei machen. Ist also wirklich sehr, sehr leicht. Dafür bekommt man insgesamt, glaube ich, 7 mal 35.000 EP. Also eine ganz gute Menge. Und so kann man dann auch nochmal ganz gut EP farmen. Und bekommt so eben halt wöchentlich nochmal etwas immer zusätzlich. Neben dem gibt es ja aber auch in dieser Season etwas anderes, was es so bisher noch nicht gab. Letzte Season hatten wir ja beispielsweise die Stempelkarten und dann die täglichen Herausforderungen. Und diese Season ist es eben halt so, dass wir Kurzherausforderungen haben. Und die aktualisieren sich eben halt immer täglich um 16 Uhr müsste das glaube ich sein, also so wie alles andere, was sich auch immer aktualisiert, um genau die gleiche Zeit und dann bekommt man eben halt immer die 14.000 EP Challenges.
Und die gibt es, davon gibt es pro Tag dann eben halt immer insgesamt 5, also 5 mit 14.000 EP. Allerdings, wenn man die dann auch abschließt, dann bekommt man tatsächlich auch immer noch die 1.400 EP pro abgeschlossene Challenge, was natürlich auch immer noch ganz gut ist, und man macht die eben halt hauptsächlich nebenbei, weil sie wirklich leichte Sachen sind, so etwas wie rüste eine Waffe auf und alles. Das geht ja sehr, sehr leicht durch Suche in der Vorratslieferung, das macht man alles nebenbei und es sind einfach geschenkte EP, und da bekommt man eben halt wirklich ganz gut etwas zusammen, wenn man jeden Tag alleine eben halt immer die 14.000 EP Challenges abschließt, dann und da braucht man teilweise eben halt wirklich nur eine einzige Runde, dann hat man eben halt schon fast ein ganzes Level voll, und so kann man wirklich extrem, extrem schnell leveln, und finde ich auf jeden Fall sehr, sehr nice, dass sie das diese Season gemacht haben. Natürlich gibt es auch immer noch die ganz klassischen Methoden, dass man in Gruppenkeile reingeht, dort auf alle möglichen Belohnungen fahren, wie zum Beispiel irgendwelche Waffenspezialisten und so, und Truhen öffnen. Dafür gibt es natürlich auch immer noch EP, und Lootjobs öffnen bringt generell ja auch EP. Dafür bekommt man überall etwas, und da kann man natürlich auch farmen. Allerdings denke ich mal, dass das mittlerweile so oder so jeder wissen sollte. Und im das Besondere in dieser Season ist eben halt, dass wir zusätzlich dazu, zu diesen ganzen anderen Möglichkeiten, womit man ja auch schon extrem viel EP tatsächlich bekommen kann, gibt es eben halt auch noch die Stempelkarten, und da kann man auch so viel EP nochmal freischalten pro abgeschlossene Stage. Hier gibt es, glaube ich, immer 14.000 EP, und das ist ja immer echt ganz nice. Ich weiß gar nicht, ob es noch etwas zusätzlich gibt, wenn man tatsächlich diese ganze Stempelkarte voll hat. Kann man natürlich alles nur einmal machen, das heißt, wenn man alles hier durch hat, dann kann man nichts weiteres mehr machen, aber es gibt eben halt 49 verschiedene, und größtenteils haben davon eben halt jeder 5 verschiedene Challenges. Jetzt allerdings natürlich die Frage, wie funktioniert das Ganze mit den Stempelkarten? Und dazu sollte man erstmal wissen, dass das Ganze in bestimmte Kategorien eingeteilt ist. Zum Beispiel gibt es hier die Kategorie A, da geht es ums Überleben und um Siegen. Dann gibt es zum Beispiel hier etwas, wo man sammeln muss, beispielsweise mit Materialien sammeln. Dann gibt es etwas hier mit Looten, also die C-Kategorie. Dann gibt es hier bei D alles mögliche, was mit Damage zu tun hat, und beziehungsweise was mit Gegnern Schaden hinzufügen, eliminieren und so zu tun hat. Dann haben wir hier noch alles, was so Waffen betrifft, alles mögliche in der E-Kategorie. In der F-Kategorie haben wir dann alles, was so Wasser betrifft. Und dann haben wir noch in der H-Kategorie alle möglichen Experten-Sachen. Und als letztes dann noch bei J haben wir die Sachen, die sich am leichtesten abschließen lassen. Und zwar beispielsweise, dass man kurze Herausforderungen abschließt. Beispielsweise, wenn man auch Stempelkartenfelder hier abschließt, bekommt man dafür auch immer noch zusätzlich EP. Genauso, wenn man Stempelkarten vervollständigt und auch hier dann in Season 3 verdiente Vermächtnisse macht. Und dann kann man natürlich auch noch zusätzlich in der K-Kategorie was machen. Ich weiß allerdings gerade tatsächlich nicht, was da genau ist. Ich werde euch gleich auch nochmal eine generelle Übersicht über alle verschiedenen Challenges zeigen. Und dann gibt es auch noch bei der L-Kategorie hier nochmal zusätzlich so ein paar Sachen, wo man eben halt dann immer nur eine einzige Sache braucht. Und wenn man jetzt eben halt wissen will, wie man das Ganze machen will, dann gibt es dafür auch eine Website. Das hat eben halt auch schon jemand rausgesucht. Die werde ich euch natürlich auch wie alles andere schon in der Videobeschreibung verlinken. Und hier stehen eben halt einmal alle Challenges, insgesamt eben halt 49 verschiedene Challenges. Und hier gibt es wirklich viele verschiedene Sachen. Es steht natürlich alles auf Englisch hier. Allerdings sollte man es ja trotzdem relativ gut herausfinden können. Und eben halt jedes Mal, wenn man solche Sachen macht, immer die erste Stage von den Sachen abschließt, dann bekommt man eben halt, oder kann man das freischalten. Das heißt, bevor man jetzt hier beispielsweise nicht die Stempel, dieses erste Teil freigeschaltet hat, bekommt man das auch nicht angezeigt. Und das heißt, man muss immer erstmal das erste hier finden, und danach geht es eben halt weiter. Beispielsweise braucht man einmal irgendein Waffenexperten, um das eben halt freizuschalten. Dann braucht man eine erste Match-Ehrung, um das freizuschalten. Hier muss man dann zum Beispiel vielleicht 25 Fische gefangen haben, um das freizuschalten. Und vorher kann man das Ganze hier mal nicht sehen. Allerdings, wenn man natürlich weiß, was die ganzen Aufgaben sind, dann kann man das relativ einfach auch machen und kann vor allen Dingen danach auch gehen. Hier gibt es beispielsweise, dass man Streak Accolades machen muss. Ich weiß gar nicht, was das genau bedeutet. Aber hier kann man sich das alles durchlesen. Ich glaube, das müssen hier die
diese Auszeichnung sein, also dann Eliminierungsstreaks, zum Beispiel 10er Bombe, 20er Bombe und so. Das sind dann eben halt diese Streaks, dann hier Waffenexperten, dann, dass man alles als erstes im Match macht, dass man hier bestimmte Legacies bekommen hat, also verschiedene Auszeichnungen sind das, glaube ich, die dem Profil-Tab stehen. Dann beispielsweise ist hier noch, dass man Fisch aufsammeln muss. Dann ist hier auch noch, dass man grüne XP sammeln muss, lilane XP Münzen sammeln muss. Wie gesagt, wird hier erst angezeigt, wenn man tatsächlich 3 verschiedene XP Münzen einsammeln muss. Und hier dadurch, dass eben halt insgesamt 20 XP Münzen geben muss, weil es ja hier in der Challenge steht, dass man insgesamt 20 sammeln muss, um die letzte Stage freizuschalten, weiß man auch, dass mit der Zeit immer mehr XP-Münzen dazukommen werden. Da muss man hier noch Gegnern Schaden hinzufügen, Bäume zerstören, dann mit der Air-Kills machen. Man muss Fische aufsammeln und dann auch noch mit verschiedenen Waffentypen aufsammeln und so weiter und so fort. Gibt da noch ein paar besondere Sachen, wie zum Beispiel, glaube ich, gibt es eine Challenge, wo man im Sturm an der Zipline tanzen muss. Und dafür bekommt man eben halt auch etwas, oder zum Beispiel, dass man von allen 3 Materialientypen immer 999 im Inventar hat. Und wirklich ganz, ganz viele verschiedene, natürlich auch welche, die man nur im Team machen kann. Und wirklich extrem viele, lest euch das mal durch, kann ich jetzt nicht alles vorlesen, vergesst ihr dann so oder so wahrscheinlich wieder, wenn ich jetzt noch einmal ganz, ganz kurz darüber gehe, sollte es meist ja auch tatsächlich sehr, sehr selbstverständlich sein. Und das Besondere eben halt auch bei diesen Stempelkarten ist eben halt, dass man, wenn man hier beispielsweise diese Verbindung zwischen den Einzelnen hat, dass man dann eben halt erst am Anfang beginnen muss und dann muss man, also wenn man das erst fertig hat, kann man erst das zweite machen, wenn man das fertig hat, kann man erst das dritte machen, wenn man das dritte fertig hat, kann man erst das vierte machen und so weiter. Dann gibt es natürlich welche, wo man nur einen einzigen machen muss, dort gilt das Ganze natürlich nicht. Dann gibt es eben halt welche, wo man 4 hat, allerdings gibt es eben halt auch welche, wo man eben halt keine Verbindung dazwischen hat. Das heißt, man kann die in beliebiger Reihenfolge machen, so ist es zum Beispiel beim Waffenflüsterer und dann auch noch hier beim Siegeszug. Dort muss man eben halt auch nur in verschiedenen Modis eben halt diese Matches gewinnen. Man muss aber nicht als erstes in Gruppenkeile gewinnen, nicht als erstes in Solo gewinnen. Da ist die Reihenfolge komplett egal. Und ansonsten muss man eben halt wissen, dass man hier zum Beispiel als erstes eben halt 10-mal unter den letzten 10 sein muss. Wahrscheinlich muss man danach 10-mal unter den letzten 5 sein oder so. Und dann kann man eben halt erst das danach machen. Das heißt, man kann das nicht gleichzeitig machen. Das sollte man auf jeden Fall am Anfang wissen. Und so kann man wirklich extrem viele EP sammeln. Ich glaube, es gibt für das Abschließende jedes dieser einzelnen Teile immer 14.000 XP. Also insgesamt hat man fast 50 Challenges. Davon hat man eben halt fast alle Challenges oder so im Durchschnitt mit 5 verschiedenen Sachen, die man noch abschließen kann davon. Gibt natürlich manche, die weniger sind, aber so grob gerundet. Und dann bekommt man für alles ja noch 14.000 XP. Und davon bekommt man, glaube ich, mehr als 2,5 Millionen XP, glaube ich. Ich glaube sogar mehr als 3 Millionen XP. Und das ist wirklich eine ganz schöne Menge, wenn man mal überlegt, dass eine Level zwischen Level 1 und Level 100 eben halt immer 80.000 XP braucht, kann man damit wirklich ordentlich aufsteigen. Und dafür, dass man das meiste eben halt einfach nur nebenbei macht, ist das auf jeden Fall sehr, sehr krass. Und so kann man wirklich ziemlich gut leveln in dieser Season und finde ich auf jeden Fall ganz gut, dieses Level-System. Und ich hoffe, ich hatte dieses Video natürlich gefallen und weitergeholfen. Wenn es so sein sollte, lasst mir gerne eine Bewertung da und dann bis zum nächsten Video. Ciao.